Die Delta Maschinenfabrik war in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts eine der großen Produktionswerkstätten automatisch hergestellter Präzisionsdrehteile, wie Schrauben, Muttern und Zahnrädern von 0,5 bis 100 mm Durchmesser. 1913 gegründet, belieferte sie vom Delta-Areal im solothurnischen Langendorf aus die Uhrenindustrie, Apparatebauer und Maschinenfabrikanten. In den letzten Jahren hat sich das Delta-Areal zu einem Businesspark mit einer Vielzahl von Produktions- und Dienstleistungsfirmen entwickelt. Neben Produktions- und Handwerksbetrieben haben sich auch Forschungsabteilungen als eigentliche Denkfabriken angesiedelt. So entstand eine interessante Mischung, von der alle profitieren. Das Delta-Areal liegt unmittelbar an der Solothurner Stadtgrenze. Der neue Autobahnanschluss Solothurn West ist in gut 5 Minuten erreichbar. Auch mit dem öffentlichen Verkehr erreicht man schnell das Stadtzentrum von Solothurn. Das neu sanierte große Migros-Center Ladendorf bietet den Mitarbeitern alles, was sie für den täglichen Bedarf brauchen. Der angrenzende Aldi-Markt und das intakte dörfliche Leben machen den Standort noch attraktiver. Die Region Solothurn zeichnet sich durch kurze Wege in die ganze Schweiz, attraktive Standortfaktoren und hervorragende Fachleute aus. Dadurch hat sich ein dichtes Netz an innovativen und erfolgreichen Firmen, insbesondere in den Sektoren Medizinaltechnik, Präzisions-, Uhren- und Maschinenindustrie etabliert. Hier werden die Merkmale der bekannten Schweizer Qualität gelebt: Innovation, Präzision, Zuverlässigkeit. Das Delta-Areal bietet den idealen Raum für innovative und zukunftsträchtige Unternehmen.